Zum Glück hat das Medium DAT fast ausgedient. Eine Fehlermessung ist für professionelle Einspielung Voraussetzung, da die unterschiedlich kalibrierten Tonköpfe immer wieder zu massiven digitalen Fehlern geführt haben. Heutzutage lohnt sich die Anschaffung aufwendiger Messtechnik aber nicht mehr, weil neue Produktionen in der Regel nicht mehr auf DAT angeliefert werden. Die Panasonic SV-Serie verfügt, wie auch die hochwertigen professionellen Sony-Geräte, über entsprechende interne Überprüfung oder Schnittstellen zum Anzapfen der Interpolationsinformationen. Diese Geräte sind auf dem Gebrauchtmarkt recht günstig zu erstehen, falls sie mit DAT kompatibel sein wollen. Als DAT noch das Master-Medium war, habe ich eine von drei DATs mit negativem Messprotokoll an den Kunden zurückgeben müssen.